gerade in dieser Zeit der Pandemie sieht man, dass man Gutes tun kann, indem man mit Taten spricht. Und der heilige Nikolaus bleibt nach wie vor eine aktuelle Symbolfigur der Nächstenliebe. Er hat nicht nur gesprochen, nicht nur gepredigt, er hat hingeschaut, er hat aktiv was gegen und was für getan, für das Gute sich eingesetzt. Nach wie vor sind wir da auch als Kirche gefragt. Es ist nicht einfach, aber es erinnert uns daran, dass wir als Christen nicht nur reden, wir tun was. Also macht mit, tut was Gutes. Eure Maite.